Hallo, Mr. Petrov. Wir hoffen immer noch, dass Sie uns ein Interview geben. Es betrifft den Vorfall mit den nuklearen Waffen. Bitte rufen Sie uns doch zurück unter der Nummer 903-84317. Ihr Idioten. Miese Journalisten. Verdammt. Lass mich alleine, um Gottes Willen. Lieber Herr Petrov, wir sind sehr froh, dass Sie bereit sind, in die Vereinigten Staaten zu kommen. Nur dann wird die ganze Welt verstehen, wie nahe wir dem Ende der Menschheit waren. Neue Tatsachen von dem abgestürzten südkoreanischen Passagierflugzeug sind bekannt geworden. So steht jetzt fest, dass ein amerikanisches Spionageflugzeug parallel zum südkoreanischen Flugzeug geflogen ist und dieses überwachte. Somit gibt es keine Zweifel mehr, dass eine Provokation vorlag in einer Region, die weit vom amerikanischen Hoheitsgebiet entfernt liegt. Hilf mir mit dem Kissen. Meine Frau war tief betroffen, dass ich ihr den Vorfall vom atomaren Fehlalarm 10 Jahre lang nicht erzählt habe, weil ich es nicht durfte. Nicht mal meiner eigenen Frau. Hast du heute Nachtschicht? Ja, es ist jemand krank geworden. Ich muss für ihn einspringen. Raya, du musst sie einnehmen, um wieder gesund zu werden. Ist schon gut. Geh nur. Ich schlafe jetzt. Viele glauben, dass ein Atomkrieg nur ein Schreckgespenst der Vergangenheit ist. Aber ich glaube, dass diese Meinung sich noch grundlegend ändern wird. Diese Journalisten, der Teufel soll sie holen. Miese Journalisten. Oh. Hallo, guten Tag. Oberst Petrov. Kommen Sie bitte rein. Wir sollten reingehen. Er lädt uns ein. Ja, komm bitte rein. Willkommen. Oh, verdammt ist das heiß. Christian. Schau dir das an. Es ist furchtbar, das alles zu sehen. Es ist... Schau dir das an. Nein, fass das nicht an. Das sind Fliegenfänger. Gott, schau dir das an. Oh mein Gott, das ist...
Was für ein Chaos. Was zur Hölle ist mit dieser Schachtel? Verdammt. Oh, seine Frau ist wunderschön. Schau sie dir an. Seine glorreichen Tage. Wollen Sie auch einen Tee? Ah, Stanislav. Danke. Danke. Sag ihm, wir haben gesehen, wie jung er auf manchen Bildern aussieht. Wie alt waren Sie, als Sie zur Armee kamen? 17. 17. Sind Sie freiwillig zum Militär gegangen? Meine Eltern hatten mich dazu gedrängt, damit sie nicht mehr auf mich aufpassen mussten. Ja, sie haben einfach... Wie soll ich das richtig sagen? Sie haben mich abgeschoben. Ich wollte nicht zur Armee. Haben Sie Ihre Eltern jemals darauf hingewiesen, dass Sie lieber die Armee verlassen hätten? Ich hatte damals keine Verbindung mehr zu meiner Familie. Keine Verbindung. Wie war das zu ertragen? Es war wirklich sehr schlimm. Mein ganzes Leben war kaputt, zerstört. Die Familie nicht mehr zu haben, in die ich hineingeboren wurde und in der ich aufgewachsen bin. Das war's. Könnten wir vielleicht aufhören, darüber zu reden? Er will darüber nicht mehr reden. Warum denn? Ich kann es nicht. Aber ich kann es einfach nicht. Entschuldigen Sie. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sonst noch sagen soll. Er will nicht über seine Familie reden. Das ist zu viel für ihn. Hat er das gesagt? Ja. Warum nur? Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht. Das ist zu persönlich. Aber lassen Sie mich nur noch eine Frage stellen. Wie hat seine Mutter damals reagiert auf das, was geschehen ist und auf das, was seitdem noch passiert ist? Ich will nicht, dass meine Mutter Teil dieses Interviews wird. Er will nicht über seine Mutter reden. Ich möchte nicht, dass in dem Interview auch nur ein einziges Wort über meine Mutter gesprochen wird. Aber Sie müssen doch gemerkt haben, dass... Seine Eltern müssen gemerkt haben, dass... Was zum Teufel? Was ist los mit dem Kerl? Ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Zur Hölle mit Ihnen! Ich habe es jetzt mehrere Male gesagt. Verflucht. Du fängst an, ihn zu nerven. Verdammt, wir haben ausgemacht, dass ich über den Vorfall von 1983 interviewt werde. Ich will kein einziges Wort über meine Mutter im Interview. Können wir uns entschuldigen? Genug. Verschwindet verdammt nochmal von hier. Jetzt raus hier. Raus. Nehmt eure Kameras und den ganzen Scheiß mit. Er sagt, verpisst euch. Genug. War ich nicht deutlich genug? Nehmt euren Scheiß und macht die Kamera aus. Wir sind hier fertig. Haut ab. Verpisst euch. Los, los, los. Alle. Raus hier. Raus, raus. Jetzt nehmt euren Kram und verschwindet. Für einen Helden halten. Sie sagen, dass sie hunderte Millionen Leben gerettet haben, wegen dem, was sie in jener Nacht getan haben. Wo waren Sie am 26. September 1983? An diesem Tag standen die Supermächte für kurze Zeit vor einem nuklearen Abgrund. Die Baltimore Orioles waren auf dem Weg, die Baseballmeisterschaft zu gewinnen. Aber wer konnte schon ahnen, dass in diesem Jahr beinahe keine Meisterschaft stattgefunden hätte? Dass es eine Stunde später möglicherweise keine Welt mehr gegeben hätte. Warum habe ich nur zugesagt? Der Teufel ließ mich zusagen. Ich weiß, Herr Oberst, Sie halten sich nicht für einen Helden. Dennoch möchte ich mich nachträglich im Namen aller Menschen aus Washington, New York, Philadelphia und Chicago bei Ihnen bedanken, dass Sie in jener Nacht die Verantwortung übernommen haben.
Wer ist da? Stanislav Jevkraft? Galia. Ja, können Sie mich hören? Ich bin's, Galia. Wie geht's dir? Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, dass alles okay ist. Ich habe Ihr Visum und Ihr Ticket. Was mit meinem Geld? Sollten Sie mich betrügen, gehe ich nicht. Niemand wird Sie hintergehen. Sie bezahlen jetzt die erste Hälfte und den Rest am Ende Ihres Besuchs. Wenn diese Ausländer mich austricksen, fliege ich nicht. Niemand will Sie austricksen. Keine Sorge. Gut. Alles wird gut. Gut. Darf ich Ihnen mit der Tasche helfen? Nein, danke, geht schon. Was ist mit meinem Geld? Bitte beruhigen Sie sich, Stanislav Jevkraft. Sie bekommen Ihr Geld. Ich traue dem nicht. Alles wird gut. Kann deine Mutter hören, wie du mich küsst? Ja. Ja, Mama, ich küsse Andrei. Hi, Mama. Jetzt bin ich verpflichtet, Sie zu heiraten, richtig? Oh oh, lass uns erstmal drüber reden. Das ist immer wieder typisch. Erstmal nur reden. Ich mache dir gleich noch ein Geschenk. Warten Sie, ich habe es nicht zu Ende erzählt. Ich gehe also ins Banja. Was wollen Sie im Banja? Haben Sie von dem südkoreanischen Flugzeug gehört? Natürlich, jeder hat davon gehört. Was halten Sie davon? Was denken Sie? Glauben Sie wirklich, dieser Vorfall könnte einen neuen Weltkrieg auslösen? Diese Monster haben schon zwei Atombomben abgeworfen. Wer kann garantieren, dass sie keine auf uns werfen? Diese bescheuerten Amis meinten, sie könnten sich alles erlauben. Lucci, wenn man mir befohlen hätte, eine Bombe auf die Amerikaner zu werfen, würde ich es sofort tun. Verzeihung, Genosse Oberst. Es kommt nicht wieder vor. Kleine Bomben werden fliegen, ja, sie werden fliegen. Hör auf, er ist nicht mein Vater. Ich bin seine Dolmetscherin. Seine Dolmetscherin? So nennst du das also? Siehst du den Platz da drüben? Da drüben, den mit den Lichtern. Das ist die UN. Stanislav Jevkraft, das große Gebäude, an dem wir gerade vorbeifahren, ist das UN-Gebäude. Ja, das große da, mit den Lichtern. Oh, schönes Gebäude. Sieht aus wie ein Schiff. Er hält dort morgen eine Rede. Wirklich? Ja. Eine Rede? Ich habe dem Fahrer gerade gesagt, dass Sie morgen im UN-Gebäude eine Rede halten. Was für eine Rede? Nur eine kleine Rede. Die haben mir gesagt, dass ich nur Fragen beantworten muss. Nein, Sie sollen morgen eine Rede vor der UN halten. Aber keine große Rede, nicht lang. Sagen Sie einfach irgendwas. Was soll das denn? Niemand hat mir irgendwas gesagt. Was für eine Rede? Wer kam denn auf diese Idee? Sie erwarten natürlich eine kleine Show. Was erwarten diese Ärsche noch von mir? Außer einer gottverdammten Rede. Ja, was soll denn das? Wie soll ich das verstehen? Die erwarten nichts Besonderes, nur eine kurze Rede. Ich bin nicht so ein schleimiger Politiker, der vor sich hinreden kann. Ich bin ein normaler Mensch. Für mich ist eine Rede etwas Schwieriges, vor allem an einem Ort wie diesem. Wie soll ich das nur machen? Idioten. Oder so. Dieser Widerling schreit mich immer wieder an, als ob ich ein Stück Scheiße bin. Ich bin bedient, noch zwei Wochen von diesem Mist. Verdammte Scheiße. Schlag ihm ins Gesicht, dann wird er sich verdammt noch mal beruhigen. Nein, ich kann ihm nicht ins Gesicht schlagen. Ich arbeite mit ihm, ich bin seine Dolmetscherin. Wie kann ich dieser Bastard nur so behandeln? Ich bin völlig fertig. Ich werde noch verrückt auf dieser Reise.
Ich hasse diesen alten Sack. Hör zu, du tust mir leid. Was soll ich nur tun? Was zur Hölle mache ich hier? Verdammt, der Teufel soll sie holen. Wenn die mich nicht bezahlen würden, würde ich keine Sekunde länger bleiben. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, leider hat die Organisation nicht so geklappt, wie wir das erwartet haben. Noch immer stehen 25 Leute vor der Tür. Irgendwie sind sie nicht an ihre Passierscheine gekommen. Trotzdem möchte ich Ihnen ein wenig Hintergrundwissen über diese Veranstaltung geben. Am 26. September 1983 war Stanislav Petrov, Oberstleutnant Stanislav Petrov, der befehlshabende Offizier in Russlands nuklearer Kommandozentrale. Guten Abend. Oh, Petrov. Sie sind ja sogar noch wach. Irgendetwas Ungewöhnliches? Nein. Das System läuft einwandfrei. Alles war okay. Alles lief gut. Keine besonderen Vorkommnisse. Großartig. Nun, dann machen Sie mit dem Protokoll weiter. Sie können sich jetzt entspannen. Genau. Kampfeinheit, eure Schicht ist um. Hauptsystemoffizier der Kommandozentrale, übergeben Sie Ihre Schicht. Luftraumüberwachung, eure Schicht ist beendet. Bereich 44, es ist Schichtwechsel. Ist alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung. Ja, alles gut. Kampfeinheit, bestätigen Sie Übernahme der Schicht. Kampfeinheit, bestätigt den Schichtwechsel. Assistent des Weltraumbeobachters, bestätigt Schichtwechsel. Überprüfen Sie sofort alle Übertragungskanäle. Funktionieren alle Übertragungskanäle? Normal. Probier den zweiten. Normal. Den dritten? Normal. Vierte? Übertragungskanäle normal. System funktioniert. Kampfeinheit handelt wie vorgeschrieben. Nummer 32 übernimmt die Schicht. Wir haben zwei Satelliten in unserer Beobachtungsreichweite. Ich bin kein Held. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es war eines der dramatischsten Ereignisse des Kalten Krieges und eines, das auf der ganzen Welt bekannt werden sollte. Also, Mr. Petrov, es ist mir eine große Ehre, Ihnen diesen Preis überreichen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr und macht mich glücklich, Sie in diesem Auditorium anzutreffen. Allerdings bin ich peinlich berührt, wenn das, was ich getan habe, als heldenhaft bezeichnet wird. Das Schlimmste während meines Dienstes in jener Nacht war die Tatsache, dass mich große Zweifel überkamen, ob meine Entscheidung richtig war. Letzten Endes hatte ich recht. Und deshalb bin ich sehr glücklich, Sie alle hier versammelt zu sehen. Lächelnd und bei bester Gesundheit. Ich bin kein Held. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mit mir
Unsere Welt stand noch niemals zuvor so kurz vor einer derartigen Katastrophe wie 1983. Sogar der kleinste Funke hätte die Zerstörung unserer Zivilisation bedeuten können. Daran müssen wir immer denken. Solange beide Seiten über nukleare Arsenale verfügen, kann die Gefahr eines Atomkrieges niemals ausgeschlossen werden. Nach Meinung der Amerikaner ist der Iran nur noch 1 bis 5 Jahre davon entfernt, eine Atommacht zu werden. Nordkorea meldet, dass ein weiterer erfolgreicher nuklearer Test durchgeführt wurde. Kannst du dir nukleare Waffen in den falschen Händen vorstellen? Vor allem, wenn sie in den Händen von Terroristen landen sollten. Dann würde die Anzahl der Toten nicht in die Tausende, sondern in die Millionen gehen. Glauben Sie, das könnte passieren? Ja, natürlich wird es passieren. Früher oder später wird es so sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass eine Stadt wie diese mit atomaren Waffen angegriffen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich dachte schon, er hat dich umgebracht. Ja, warum sollte er mich umbringen? Ich habe dich jede Nacht angerufen, aber du hast nie zurückgerufen. Ja, wir waren dauernd mit dem Oberst unterwegs. Wir haben die Stars getroffen. Sie sind ein Held. Sagen Sie das nicht. Mr. Petrov, Sir, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, den Mann, der die Welt gerettet hat. Wirklich schön, Sie zu treffen. Wir haben Matt Damon getroffen und er hat seine Hand geschüttelt. Und dann hat er gesagt, kennst du den jungen Mann? Ist der dir ein Begriff? Matt Damon, kennst du ihn? Matt Damon? Das ist ja toll. Wie heißen Sie? Matt Damon. Matt? Matt Damon? Ja, genau. Matt Damon. Genau. Freut mich sehr. Das ist ein sehr berühmter Schauspieler. Wer? Tun Sie einfach so, als ob Sie ihn kennen. Eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Na, hör mal, du hast dich doch nicht in den verliebt. In wen? In Matt Damon? Natürlich nicht, in den alten Kerl. Habt ihr eine Affäre? Das ist nicht witzig. Ich mach doch nur Spaß. Das ist nicht komisch, weil er alt, aggressiv und immer schlecht gelaunt ist. Aber er hat die Welt gerettet. Ja, das ist paradox. Ja. Ein alter Kerl aus Friasino hat den Planeten vor dem Dritten Weltkrieg bewahrt. Ja, genau. Das ist total verrückt. Was ist so lustig? Stanislav Jevgrafsch, Sie haben ihm die Hand gegeben und nicht mehr losgelassen. So ein Mist, woher zur Hölle sollte ich das wissen? Er hätte auch De Niros Assistent sein können. Oder sein Sohn? Woher soll ich das wissen? Nur ein kleiner, komischer Junge. Schauen Sie mal, dieser süße Knirps, wie er auf seinen kleinen Beinen läuft. Was für eine schöne Familie. Ihre Rede neulich war wirklich unvergesslich. Ja. Ja. Wirklich? Naja, ich wusste nicht, dass 1983 eine so gefährliche Zeit war. Ja,
Wir waren einem Atomkrieg nie näher. Es war eine schwere Zeit. Sehr schwer. Noch nie war unsere Beziehung zu den Vereinigten Staaten so gespannt. Ich erinnere mich an einen Satz, den Reagan für uns hatte. Das Reich des Bösen. Reich des Bösen? Ja, so sagte er. Unsere Regierung war über Amerikas Entschlossenheit, einen atomaren Angriff einzuleiten, bestens informiert. Immerhin hatten sie schon zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen. Ich würde meine kleinen Mädchen lieber jetzt sterben sehen, als sie unter dem Kommunismus aufwachsen zu lassen, um sie dann eines Tages nicht mehr an Gott glaubend sterben zu sehen. Sie griffen in Grenada ein, um die Verbreitung des Kommunismus aufzuhalten. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir werden handeln. Heute noch. Wir sind herausgefordert worden, einen Krieg gegen diese imperialistischen Kriegssetzer zu führen. Nachdem die Mächte des Westens in zunehmendem Maße kriegswillige Gruppierungen unterstützen, deren offener Hass gegen den Sozialismus immer mehr Priorität genießt als die Realität und der gesunde Menschenverstand. Wir waren im Krieg gegen den Kapitalismus auf der ganzen Welt. In Afghanistan, Südamerika, im Mittleren Osten. Im Geheimen waren wir bereits im Krieg, aber er wurde still und leise geführt. Beide Seiten hatten genug Waffen in ihren Arsenalen, um die Welt tausendmal zu zerstören. Am 1. September drang ein koreanisches Flugzeug in den sowjetischen Luftraum ein. Das war's. Ziel erfasst! Gefechtsköpfe entsichert. Abschuss durchgeführt. Dieser absichtliche Angriff auf ein ziviles Passagierflugzeug schockte die ganze Welt. Meine amerikanischen Mitbürger, ich trete heute vor Sie, um mit Ihnen über das Massaker an einem koreanischen Flugzeug zu sprechen, dem Angriff der Sowjetunion auf 269 unschuldige Männer, Frauen und Kinder. Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit darf niemals vergessen werden. Die Welt spielte verrückt in dieser Zeit. Kannst du dir das vorstellen? Die Situation hätte nicht schlimmer sein können. Eine falsche Bewegung. Und die Hölle bricht aus. Ein Albtraum. Kampfeinheit in Gefechtsbereitschaft versetzen. Die Weltraumbeobachtung Nummer 5 hat zwei Satelliten in Überwachungsreichweite festgestellt. Stellen Sie sofort die Berechnung Ihrer Flugbahnen her. Vor allem die des zweiten Satelliten südlich von Moskau. Macht weiter, wir überprüfen das. Langsam und beständig bis zum Morgen, Genossen. Lasst uns arbeiten. Kannst du das glauben? Ich gehe gestern am Rechenzentrum vorbei. Da höre ich Gelächter. Du wirst mir bestimmt nicht glauben, was da passiert ist. Eine Mechanikerin wollte etwas aus dem Kopierer holen und ist stecken geblieben. Fünf Kerle stehen um sie rum. Keiner hilft ihr. Niemand kommt zur Hilfe. Und die Kerle sagen, wir können nicht. Der Ausblick ist so fantastisch. Unser System erhält ein Signal aus dem Weltraum. Eine Rakete kommt. Wiederhole, Rakete kommt. Von der Militärbasis an der Westküste der USA. Startzeit 001503. Scheiße. Jedermann geht sofort zurück an seinen Platz. Hört zu und folgt meinen Befehlen. Wiederhole, Startzeit 001503. Überprüfen Sie auf Richtigkeit. Höhe der Wahrscheinlichkeit maximal. Überprüfen Sie sofort das Gefechtsprogramm. Überprüfen Sie die Funktionalität der Weltraumbeobachtung. Melden Sie mir sofort alle Ergebnisse. Nikolai, nimm mit denen im Rechenzentrum Kontakt auf. Sie müssen sofort hierher kommen.
Überprüft die Funktionalität aller Gefechtsprogramme. Achtung, alle Programmierer! Geht sofort in euer Rechenzentrum und überprüft die Funktionalität aller Gefechtsprogramme. Ich will sofort alle Ergebnisse haben. Wie viele Satelliten überwachen die US-Basis? Überprüf schnell die Funktionalität aller Gefechtssysteme. Ich brauche den Computerausdruck, schnell! Verstanden. Arbeitet! Verdammt, wie können Sie unter diesen Bedingungen feststellen, ob eine Rakete gestartet ist? Ich brauche den Bericht der Luftraumüberwachung. Hat sie die gestartete Rakete gesehen? Ich brauche sofort eine Bestätigung der Luftraumüberwachung. Verstanden. Schnell, ich brauche eine Bestätigung. Bodenstation, was haben wir? Wie ist unser Notfallplan? Geht sofort zur Einheit 10 und überprüft das. Könnt ihr Raketen auf den Monitoren sehen? Bestätigen oder ablehnen, ich brauche ein Ergebnis. Könnt ihr den Raketenstart bestätigen? 11 ist normal. Überprüft die 12. Sag schnell! Mädels, was ist an der 12. Linie zu sehen? Unterschreib hier. Schnell. Schnell, schnell. Zeig mir, was du ausgedruckt hast. 101 an 105. Die Bodenanlage ist funktionstüchtig. Verstanden. Wie lauten die Berechnungen? Ich habe noch keine Antwort. 101 an Luftraumüberwachung. Wieso bekomme ich von Ihnen keinen Bericht über die abgefeuerte Rakete? Ich habe keine auf dem Schirm. Wiederholen Sie. Ich sehe hier keine Rakete. Was meinen Sie damit? Aber das heißt nicht, dass nichts da ist. Die Beobachtungsumstände sind sehr problematisch, Oberstleutnant. Es ist jetzt Tag an der Westküste und immer noch Nacht im Osten. Ich meine, die amerikanische Basis, die wir beobachten, liegt genau dazwischen, am Schnittpunkt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Aber Sie können nicht sagen, dass da kein Objekt ist. Nein, Genosse Oberstleutnant. Ich kann nicht sagen, dass es da nicht ist. Weitere Beobachter zur Luftraumüberwachung. Verstanden. Weitere Einheiten zur Luftraumüberwachung. 101 an 109. Ich brauche eine Bestätigung. Verstanden. Überprüft auch die Parameter. Alles funktioniert. Letztes Resultat. Es passt. Es passt alles zusammen. Keine Fehlermeldung vom Rechner. Hast du was? Nein, nichts. Ich kann nichts sehen. Ich sehe einfach überhaupt nichts. Macht weiter. Verstanden. Wir haben da nur einen Satelliten. Unsere Beobachtungsdaten wurden nicht bestätigt. Ich warte immer noch auf den Bericht der Luftraumbeobachter. Ich weiß, Oberstleutnant. Das Hauptquartier ist über den Angriff bereits informiert. Die warten nur noch auf ihre Bestätigung. Alles funktioniert ordnungsgemäß. Ich wiederhole, alle Systeme funktionieren ordnungsgemäß. Die dritte? Klar. Die vierte? Ivanovic, hast du irgendwas? Alles klar. Funktionieren alle Computersysteme? Funktionieren ordnungsgemäß. Es gibt keine Hinweise auf Fehler. Das haben wir überprüft. Ich geb's durch. Luftraumüberwachung an 101. Wie lautet Ihr Bericht? Die Überwachungsumstände bleiben immer noch kompliziert. Wir können es nicht erkennen, da die Sicht immer noch sehr schwierig ist. Wir können nicht bestätigen, dass es einen Raketenabschuss gab. Aber wir können es auch nicht verneinen. Wir können es nicht entscheiden. Es gibt keine Fehler im Computersystem. Alles normal. Verstanden. Die Bildschirme und Gefechtsprogramme arbeiten ordnungsgemäß. Ich habe verstanden, dass unsere Bodentruppen die Raketen nicht sehen können. Dennoch, alle unsere Gefechtsprogramme und Bildschirminformationen arbeiten ordnungsgemäß. Und bestätigen einen Raketenabschuss. Verstanden. Sämtliche Messungen wurden mit unserer Infrarotausrüstung durchgeführt. Alle bestätigen einen Raketenabschuss. Verstanden. Arbeitet weiter. Genosse Oberstleutnant. Visuelle Kanäle sind nur zweitrangige Hilfsmittel. Der Hauptcomputer zeigt uns die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Abschuss an. Wir müssen jetzt dem Protokoll folgen. Wir werden nicht mehr reagieren können. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Genosse Oberst, hier spricht Genosse Petrov. Wie ist die Lage? Ich erhalte widersprüchliche Informationen. Sie sagen, dass das ein falscher Alarm ist? Korrekt. Falscher Alarm ist,
gibt keine Rakete. Sind Sie 100% sicher? Ja, das ist korrekt, Genosse Oberst. Nur ein falscher Alarm. Verstanden. Weiterarbeiten. Verstanden. Nein, hör zu, Kostner will den Oberst treffen. Ich dachte, dass der vor langer Zeit gestorben ist. Wer? Wer? Kostner, wer denn sonst? Ist er nicht ertrunken, während er Waterworld gedreht hat? Nein, er ist nicht ertrunken, er wurde unser Guru. Ja, genau, wahrscheinlich will er auch noch einen Kuss auf den Mund. Nein, will er nicht. Beam Film The Bodyguard mit Whitney Houston. Kostner ist sowas wie ein heiliger Guru für den Oberst. Naja, die Raketenbasis muss irgendwo sein. Auf dem Weg zu Kostner. Nun ja, Louisiana liegt gleich bei Dakota um die Ecke. Richtig. Nur ein paar Haltestellen mit der Straßenbahn. Ungefähr 3000 Kilometer entfernt. Heilige Scheiße, wir werden uns verirren in diesem Land. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша. Was für ein Kerl, Kevin Kostner. Der Leibwächter. Wächter? Wächter. Wächter. Schau, wie jung er ist. Ja, echt jung. Er ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Also, Stanislav Jevgrafovich, sind Sie bereit zu sterben? This is my guide. This guide. This guide. This guide. This guy. Sie sehen nicht aus wie ein Leibwächter. Ja, wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Niemand kann Kostner imitieren. Er ist der Beste. Das ist eine 44er. Das ist eine richtige Waffe. Okay, linker Daumen über den rechten Daumen. Schau in einer geraden Linie. Okay, drück den Abzug. Du kannst es. Es macht Spaß. Genau. Ach, gut gemacht. Hast du das gesehen? Super. Er hat ihm direkt ins Gesicht geschossen. Ja, klasse. Was sind Sie, ein Scharfschütze? Wie Dirty Harry? Sie sind ein echter Scharfschütze, Stanislav Jevgrafovich. Gut getroffen. Ja, fantastisch, fantastisch. Wer sind Sie, Clint Eastwood? Das ist der einzige Ort auf der Welt, an dem man eine alte Minuteman II-Rakete in ihrem ehemaligen betriebsfähigen Zustand sehen kann. Nirgendwo sonst auf der Welt können Sie sowas sehen. Lasst sie uns anschauen. Er zeigt sie uns. Mr. Petrov? Die Sonne blendet ein bisschen.
Das schaut schrecklich aus. Es gibt heutzutage ungefähr 500 Minuteman III-Raketen da draußen. Die Minuteman verfügt über Amerikas erstes Navigationssuchsystem, seit es den Einsatz von Interkontinentalraketen gibt. Ja, oh ja. Ja, es ist ziemlich beeindruckend. Sie ist schön. Ja. Wie eine Frau. Oh ja. Mit enger Taille. Also, wenn diese Rakete jemals abgeschossen worden wäre, wäre Folgendes passiert. Mit Hilfe einer Gasexplosion würde diese 90 Tonnen schwere Tür, die das Silo bedeckt, nach Süden weggesprengt werden, über 120 Meter weit. Die Rakete würde ein oder zwei Sekunden später hochschießen und schon bald auf 24.000 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Und sie würde mit einer Reichweite von 8.500 Kilometer zielgenau auf der anderen Seite der Welt einschlagen. Ausgestattet mit der Kraft eines 1,2 Millionen Tonnen schweren Sprengkopfes. Ich werde oft von Besuchern gefragt, kann man diese Rakete mit den Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, vergleichen? Das kann man wirklich nicht. Besser man vergleicht diese Rakete mit allen Bomben, die während der 6 Jahre im Zweiten Weltkrieg explodiert sind. Alle Bomben, die im Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurden, erreichen nur 60% der Zerstörungskraft einer einzigen Minuteman-Rakete. Das ist der totale Wahnsinn. Ich weiß. Während des Kalten Krieges wurden 150 Minuteman-Raketen in Südwest-Dakota und 1000 weitere in der oberen Prärie in Stellung gebracht. Wäre eine Minuteman jemals abgeschossen worden, was dann? Es wurde in der amerikanischen Militärpolitik während des Kalten Krieges festgelegt, diese Raketen nur als Reaktion auf einen sowjetischen nuklearen Erstschlag einzusetzen. Hirnlose Schaf, was erzählt der da? Und wenn diese atomare Explosion in dieser Gegend stattgefunden hätte, was glaubst du, was wir damals gemacht haben? Wir haben das Gleiche gemacht. Wir bauten keine Waffen, um euch anzugreifen, sondern um uns selbst zu verteidigen. Das sollte euch klar sein. Wir haben auch nur Waffen entwickelt, um uns zu verteidigen. Wir haben uns verteidigt. Wir haben unsere Waffen nur zur Selbstverteidigung hergestellt und hatten keinerlei Angriffspläne. Versteh das doch. Wie kommst du nur auf diese Idee, dass die Sowjetunion als Erste angreifen würde und euer ganzes Land zerstört? So haben wir halt im Kalten Krieg gedacht. Was zum Teufel soll das? Sei ruhig. Es ist an der Zeit, den Kalten Krieg zu vergessen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenigstens unsere Regierung. Verfluchte Politiker. In beiden Regierungen befinden sich genug Kriegshetzer, die nur allzu gerne bereit sind, Konflikte anzuzetteln. Unsere beiden Nationen, beide Nationen wollen sich nicht mehr gegenseitig als Feinde sehen. Wir wollen in Frieden leben. Ohne Angst, dass die Welt augenblicklich zerstört werden könnte. Galina, übersetzt bitte. Er sagte gerade, nur dumme Politiker wollen Krieg. Auch die Russen träumten von Frieden. Ja, dem stimme ich zu. Also habt ihr so über uns gedacht, genau wie wir über euch gedacht haben. Sag Mr. Petrov, dass ich sehr froh bin, dass er kommen konnte. Er ist sehr froh, dass Sie kommen konnten. Danke. Danke. Frag ihn, ob er glaubt, dass jemals der Tag kommen wird, an dem Atombomben wieder in einem Krieg eingesetzt werden. Aber glauben Sie, dass eines Tages nukleare Waffen wieder bewusst eingesetzt werden? Ja, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Das ist absurd. Wir haben nichts aus der Vergangenheit gelernt. Wir verhalten uns immer noch wie Feinde.
wie ruhig es ist. Ja. Wie schön. Kannst du dir das vorstellen, dass alles verschwindet im Bruchteil einer Sekunde? Ja. Eine falsche Entscheidung und alles wird zu Staub. Gib mir die 3. Genossen, Linie 7. Mir wurde von einer zweiten Rakete berichtet. Genosse Oberst, ich brauche sofort einen Bericht. Ich melde eine zweite Rakete. Ich melde, eine zweite Rakete ist im Anflug. Ich wiederhole, ich melde eine zweite Rakete. Es kommt eine zweite rein. Setzen Sie sich mit dem Leiter der politischen Abteilung in Verbindung und auch mit dem Hauptingenieur. Informieren Sie beide. Ich kontaktiere den Kommandanten. Er ist zu einer Geburtstagsparty gegangen. Dennoch muss er sofort über das, was hier vor sich geht, informiert werden. Wir haben ein Signal über den Start zweier Raketen erhalten. Ist das jetzt angekommen? Verstanden. Hallo, Genosse Oberst. Hier spricht Petrov. Wissen Sie, wie spät es ist? Was? Hallo? Warum zur Hölle rufen Sie mich so spät, Herr Oberst, falls ich Sie geweckt habe? Verflucht hat das nicht Zeit bis morgen. Verdammter besoffener Idiot! Teufel! Hallo, Genosse Oberst. Nochmal Petrov. Ich hatte Ihnen verboten, hier anzurufen. Hören Sie, der Computer zeigt einen echten nuklearen Raketenabschuss an. Was? Die erste Rakete wurde von unserem System um 00:15:03 entdeckt. Eine zweite um 00:17:35. Was ist da los? Was ist da draußen los? Eine dritte Rakete wurde soeben geortet. Wiederhole, dritte Rakete kommt rein. Zeitpunkt der Erkennung 001806. Hören Sie mich, Petrov. Wie glaubwürdig ist das? 100%. Echtheit der dritten Rakete bestätigt. Weitermachen, Petrov. Finden Sie raus, was da los ist. Ja, Genosse Oberst. Was ist hier los? Die dritte Rakete kommt rein. Was ist hier los, Mann? Verdammte Scheiße. Es kommen mehr und mehr Signale rein. Es kommen mehr und mehr Signale rein. Soeben wurde eine vierte Rakete entdeckt. Ich wiederhole, eine vierte Rakete nähert sich. Startzeit 001933. Eine fünfte. Wir haben eine fünfte entdeckt. Wo kommen die alle her? Es kommen immer mehr rein. Wir bekommen gerade die Information, dass sich fünf Raketen auf uns zubewegen. Ich wiederhole, wir haben soeben die Information erhalten, dass sich jetzt fünf Raketen auf uns zubewegen. Wiederhole, fünf Raketen. Was ist denn da draußen nur los? Verflucht nochmal. Hier ist es Nacht, aber dort ist es Tag. Ich kann sie einfach nicht sehen. Beobachtet genau, beobachtet genau. Sie müssen doch irgendwo sein. Ich stellte mir vor, wie immer mehr Raketen starteten. Ballistische Rakete. Wie sie beschleunigten. Как они набирают скорость?
Was ist hier los? Ruhig, ruhig. Was ist hier los? Wie viele können es noch sein? Wenn ich den Befehl für den Angriff gebe, werden sehr viele Menschen sterben. Wir sind auf dieser Erde nicht von Gottes Gnade abhängig. Alle unsere Streitkräfte hätten in Kampfbereitschaft versetzt werden müssen. Unsere Raketen hätten in Abschussposition gebracht werden müssen. Die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki wirken wie Spielzeuge im Vergleich zu den 11.000 nuklearen Sprengköpfen, die damals eingesetzt worden wären. Totale Auslöschung allen Lebens. Im Hauptquartier hätten sie nur ein paar Knöpfe drücken müssen. Es war mir vollkommen klar, dass mein Befehl für den Abschuss von niemandem mehr hätte korrigiert werden können. Niemand hätte es gewagt, meine Entscheidung in Frage zu stellen. Sie hätten meinen Befehl ausgeführt und das war's dann. Es ist immer einfacher, nur zuzustimmen. Aber die ganze Verantwortung lag bei mir. Wir noch. Ungefähr 8 Minuten. Dann sehen wir die zweite Rakete. Nur noch 8 Minuten. Na los, beeilt euch! Mann, schneller! Los, schneller arbeiten! Los! Verstanden, weiterarbeiten. Unsere Computerspezialisten haben alle Wahrscheinlichkeiten für einen Angriff berechnet. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. Ich verstehe. Was sagt das Team aus dem Rechenzentrum? Sie werden es nicht einmal rechtzeitig schaffen, hier zu sein. Das ist nicht zu ändern. Keine Panik, bitte. Komm schon. Wir brauchen klare Sicht. Zeigt euch. Ich brauche klare Sicht. Wir können nicht mehr länger warten. Wir verlieren zu viel Zeit. Noch 7 Minuten, bis erste Rakete in unserem Beobachtungsbereich ist. Wir haben keine Zeit mehr für einen Gegenschlag. Wie entscheiden Sie sich? Siehst du das? Da, da! Nein, das sieht auf keinen Fall aus wie eine Rakete. Verdammt. Beobachtet weiter. Der Computer kann sich nicht täuschen. Ich verstehe das einfach nicht. Verdammt, Sie müssen diesen verfluchten Angriff bestätigen. Verstanden. Alle 30 Sicherheitskontrollen bestätigen den Angriff. Die Infrarotgeräte prüfen die Wärme aller 5 Raketen. Verstanden. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Ich traue diesem Computer nicht. Wir warten. Wir warten, bis auf dem Radar etwas zu erkennen ist. Noch 6 Minuten, bis die erste Rakete in unserem zweiten Beobachtungsbereich sichtbar wird. Achtung, Kampfeinheit. Wir müssen damit weitermachen, auch alle anderen Satelliten zu überprüfen. Alle Satelliten müssen einwandfrei funktionieren. Jeder kehrt zurück an seinen Arbeitsplatz, sofort. Hören Sie auf das, was ich sage und befolgen Sie meine Befehle. Wir haben noch höchstens 5 Minuten. Also weitermachen, weitermachen. Was ist, wenn ich falsch liege? Millionen Menschen werden sterben. 4 Minuten und 30 Sekunden. Vielleicht sollte ich meine Meinung ändern und dem Protokoll folgen. Es war schwer, sich zu entscheiden. Wiederhole, 4 Minuten. Sehr schwer. Die erste Rakete erreicht den zweiten Beobachtungsbereich in 3 Minuten und 30 Sekunden. Черт меня подери. Scheiße, ich schaffe das. Aber eines wollte ich absolut nicht. Der Auslöser für den Dritten Weltkrieg sein.
Sollten sie tatsächlich mein Land angreifen, dann habe ich schwere Schuld auf mich geladen. So ist das. Aber ich wollte meine Meinung nicht mehr ändern. Mit Beginn des Dritten Weltkrieges wäre es so, als würde man die Menschheit durch den Fleischwolf drehen. Ich wiederhole, 2 Minuten. Ein Soldat aus der Sowjetunion, der nicht an das System geglaubt hat? Da. Ja. Die erste Rakete wird in 1 Minute und 30 Sekunden erscheinen. In den nächsten paar Minuten werden sie auf dem Radar erscheinen. Und ein paar Augenblicke später werden sie über den Köpfen unserer Leute explodieren. 1 Minute. Die erste Rakete ist in 1 Minute sichtbar. Arbeitet weiter, Genossen. Arbeitet weiter. Das 7. System. Die 4. Noch 30 Sekunden. Die erste Rakete erreicht den 2. Beobachtungsbereich in 30 Sekunden. Millionen Leben hingen am seidenen Faden. 25 Sekunden. Und niemand wusste davon. 20 Sekunden. Ich konnte diesen Gedanken einfach nicht loswerden. 14 Sekunden. Die Zahl der Toten wäre so hoch, dass sich das kein Mensch vorstellen kann. 3, 2, 1. Die Sichtbarkeit der Rakete hätte jetzt bestätigt werden müssen. Die Zeit ist abgelaufen. Und die Radare haben keinen Raketeneinschlag angezeigt. Ich wiederhole. Auf den Radaren wurden keine Raketen registriert. Stellt den Kanal auf 109. Männer! Ich hoffe, ihr seid noch alle am Leben. Glück gehabt. Verdammt! Meine Entscheidung war die einzig richtige. Ich hatte recht. Ich nahm das Mikrofon in die Hand und ich sprach allen Beteiligten über Lautsprecher meine tiefe Dankbarkeit aus. Was für eine Freude. Ich fühlte mich wie neugeboren. Männer, heute Nacht wird unser Land friedlich schlafen können. Vielen, vielen Dank. Ihr habt heute Großartiges geleistet. Diese lausigen Amerikaner. Das war alles. Vielleicht war es Schicksal. Vielleicht. Ich verstehe immer noch nicht, was damals passiert ist. Wir haben verzweifelt nach dem Grund für den Fehlalarm gesucht, aber wir haben ihn nie gefunden. Vielleicht hat das Universum uns einen Streich gespielt. Gratuliere, Genosse Oberstleutnant. Gratulation von allen Mädels. Ich denke, Sie werden in die Geschichte eingehen. Ihre Brust wird nicht ausreichen für alle Orden. Hören Sie nicht auf die, die sind nur eifersüchtig. Du bist nur eifersüchtig. Meine Kameraden sagten zu mir, Stanislav, mach mal ein bisschen Platz auf deiner Uniform für einen neuen Orden.
Guten Tag, Genossen. Guten Tag, Oberstleutnant. Erwartet. Herein. Genosse General, darf ich? Hier sind einige Lücken in den Einträgen. Warum? Warum? Ich musste mich entscheiden, ob ich Berichte schreibe oder als Kommandeur Befehle erteile. Aber warum haben Sie es denn nicht hinterher ausgefüllt? Etwas nachträglich in einen Militärbericht einzutragen, ist eine offizielle... Na und? Das ist ein äußerst kriminelles Vergehen, das unter Strafe steht. Aber Sie haben die Entwicklung der Ereignisse selbst gesteuert. Sie persönlich. Oder ist es nicht so? Ist das nicht so? Verdammter Bastard! Arschloch! Es war unglaublich. Er hatte mich auf die übelste Art runtergemacht. Sich auf solche Kleinigkeiten zu konzentrieren, auf einen Bericht, zu dem ich einfach nicht kam, ihn zu schreiben. Er wusste genau, was ich meine. Es war mir peinlich, dem General in die Augen zu schauen. Ich habe ihn nur noch verachtet. Hochrangige Arschlöcher. Die finden immer jemanden, den sie fertig machen können. Also machte er mich zum Sündenbock. Ist das der Grund, warum Sie die Armee verlassen haben? Nein. Der Gesundheitszustand meiner Frau hatte sich massiv verschlechtert. Nach und nach war sie nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen. Wir haben doch die ganzen Tests gemacht. Das war letzte Woche. Wo ist Tasek? Ich bin hier. Ich bin bei dir. Ich bin gleich zurück. Ich habe es ihr so angenehm wie möglich gemacht. Mehr kann ich nicht tun. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will einfach nur, dass sie gesund wird. Wir alle wollen das, aber ich kann nicht mehr tun. Sei stark. Es liegt nun alles in Gottes Hand. Es muss doch etwas geben, was ihr helfen kann. Die Ärzte hatten sie schon aufgegeben. Sie hatten sie abgeschrieben. Du musst mich gehen lassen.
musst mich gehen lassen. Ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus. Ich kann das nicht. Ich kann nicht ohne dich. Bitte gib nicht auf. Gut. Zusammen schaffen wir das. Zusammen werden wir das schaffen. Was mache ich nur ohne dich? Zugrunde gehen. Meinen Verstand verlieren. Ich brauche dich. Ich liebe dich, Raya. Raya? Raya? Ich war eingeschlafen. Verzeih mir. Ich habe sie begraben und blieb mit meinem Schmerz allein. Es ist ein schrecklicher Zustand. Diese Qual der Einsamkeit. Haben Sie nach Raya noch mal jemanden geliebt? Nein. Ich habe nie wieder. Niemals. Ich habe es nie wieder versucht. Meine Erinnerungen ließen es nicht zu. Zum Teufel nochmal. Ich war damals zutiefst betrübt. Meine Familie ist daran zerbrochen. Also hat Ihnen niemand geholfen? Nein, ich war ganz allein. Was ist mit Ihrer Mutter? Sie kam erst einen Tag nach der Beerdigung und ist kurz danach wiedergegangen. Das ist ein Scherz. Es ist kein Scherz. Wie ist das möglich? Sie ist Ihre Mutter.
Vielleicht ist sie eine herzlose Person. Was sie damit erreichen wollte, ich weiß es nicht. Du blöder Vogel! Du verstehst gar nichts! Und sie haben sie seitdem nicht mehr gesehen? Nein. Weiß sie, dass sie die Welt gerettet haben? Ich habe ihr nichts gesagt. Meine Familie weiß nichts von alledem. Also haben sie ihr immer noch nichts gesagt? Für was? Meine Mutter hat mir nie viel Zuneigung oder Beachtung geschenkt. Sie ist eine harte Frau, ohne Gefühle. Mein kleiner Bruder liebte sie mehr als mich. Er war ihr Lieblingskind. Inzwischen ist so viel Zeit vergangen. Vielleicht, wenn Sie sie zu Hause besuchen würden? Genug. Genug jetzt. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Genug. Okay, ich wollte nicht... Wir reden nicht mehr darüber. Verdammte Scheiße. Geht's Ihnen gut, Stanislav Jevgrafitsch? Oder können Sie es immer noch nicht glauben? Nein. Ich kann es nicht glauben, dass ein weltbekannter Star und Künstler mich treffen will. Also, wer bin ich schon? Nur ein Normalsterblicher. Da wären wir. Danke. Bitte. Das ist Mr. Costners Wohnwagen. Unglaublich. Wie geschmackvoll das hier eingerichtet ist. Hallo. 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 Wie geht es Ihnen? Gut. Willkommen. Danke. Yes. Er ist nur etwas schüchtern. Okay. Ich hätte mir nie vorstellen können, Sie einmal zu treffen. Ich hätte nie zu hoffen gewagt, Sie persönlich zu treffen. Das hat er gesagt. Ich bin überrascht, dass Sie mich treffen wollten. Nein. Das ist ganz und gar keine Überraschung. Ich war schon immer ein Riesenfan von Ihnen. Mit so viel Talent übertreffen Sie alle anderen Schauspieler. Was Sie tun, unterscheidet Sie sehr stark von anderen. Sie sind in Russland sehr berühmt. Na ja, es ist auch ziemlich einfach in meinem Land, bekannt für die falschen Dinge zu sein. Manchmal sind wir berühmt, nur weil wir populär sind. Und das ist irgendwie doof. Ohne Zweifel. Richtig. Genau. Ach, bitte setzen Sie sich. Setzen Sie sich, Stanislav. Galia, vielleicht sollte ich ihm das geben. Ja, geben Sie ihm das Buch, das wäre gut. Los, trauen Sie sich nur. Mr. Costner. Oh, vorsichtig, fallen Sie nicht hin. Naja, dieses Geschenk. Er hat versucht, Ihnen dieses Geschenk zu schicken. Zuallererst frage ich mich schon, was eigentlich passiert ist. Aber es ist wohl nie bei Ihnen angekommen. Die Person, die für Sie arbeitet, hat mir erklärt, dass ich hätte nichts zu Ihnen nach Hause schicken lassen sollen, da... Richtig. Was bedeutet es, mockbar? Es ist nicht mockbar, es ist... Moskau.
Mein Moskau. Richtig. Es ist Moskau, die Hauptstadt Russlands. Oh, ich verstehe. Okay. Eine letzte Frage. Letzte Frage. Die Menschen können sich das gar nicht vorstellen, welche Katastrophe entstanden wäre, hätten sie den Raketenwahnsinn nicht gestoppt. Von wie vielen potenziellen Opfern sprechen wir, und zwar auf beiden Seiten? Wenn der Atomkrieg ausgebrochen wäre, was sagt man, wie hoch wäre die Anzahl der Ermordeten gewesen? Gut, unsere Analysten sagen, also die sagen, dass nach dem ersten Atombombenangriff die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung ausgelöscht sein wird. Ermordet, verwundet, verstümmelt. Nach dem ersten Angriff wäre die Hälfte der gesamten amerikanischen Bevölkerung ausgelöscht. Jegliche Art an Kommunikationssystemen zerstört. Alle Kommunikationsmöglichkeiten, Verbindungen, Straßen, ja, alles zerstört. Also wir reden hier über 200 Millionen Menschen. Ja, fürs Erste. Dasselbe würde mit der Sowjetunion passieren. Dasselbe in der Sowjetunion. Außerdem würde es einen zweiten Angriff geben. Die USA würden zweifellos einen Vergeltungsatomschlag führen. Tausende Raketen wären in der Luft. Tausend Raketen, wie ein gewaltiger Schrei im Weltraum. Dann würde unsere Erde im Chaos versinken. Was wiederum zur Massenvernichtung führen würde. Weil die Sonnenstrahlen nicht mehr bis zum Erdboden durchkommen. Alles ist nur noch Asche. Die erste Milliarde Menschen würde wahrscheinlich sofort sterben. Die gesamte Erdbevölkerung wird sofort oder etwas später vernichtet sein. Jeder würde tot sein und unsere Erde würde sich in eine Wüste verwandeln. Die Erde, wie wir sie jetzt kennen, würde es nicht mehr geben. Nichts wäre mehr übrig, außer Wüste. Unsere Erde wird niemals wieder dieselbe sein. Niemals. Niemals. Kommen Sie zu mir, Stanislav. Schön, dass Sie da sind. Kommt bitte alle zu mir. Teamkollegen, kommt hierher. Ich denke, alle werden sich versammeln. Wir haben heute ein besonderes Ereignis. Kommen Sie her. Zu mir, Stanislav. Stellen Sie sich neben die anderen. Ich habe einen besonderen Gast. Ich habe das große Glück, oftmals Helden zu spielen. Wisst ihr, ich habe schon oft gesagt, dass ich Menschen gespielt habe, die definitiv klüger sind als ich. Mutiger sind als ich. Und oftmals stellen wir Männer wie Stanislav dar. Er steht jetzt hier vor Ihnen. Er ist ein Mann wie du und ich. Und er
Ich denke, wir sind heute alle irgendwie miteinander verbunden, durch die Entscheidung, die er damals getroffen hat. Galia, bitte sei vorsichtig. Also bitte kommt näher. Das ist alles, was wir anbieten können. Außer vielleicht ein toll gemacht. Sehr gut. Dreh dich um, Dave. Wir zollen diesem Mann besonderen Respekt, der nicht nur stur Befehle ausgeführt hat, sondern seinem Herzen gefolgt ist. Und das war gut. Du bist jetzt der König der Welt. So hat er zu entscheiden, wie sollen wir alles regeln? Wie schaffen wir Sicherheit? Sag ihm, er soll nicht vergessen, dass er der König der Welt ist. Also soll er wie ein König reden. Ja. Vergiss nicht, sprich wie ein König. Selbst ein Zar müsste über diese Frage lange nachdenken. Wenn ich der Herrscher der Welt wäre, ja, ich müsste wirklich lange, lange Zeit über eine Antwort nachdenken. Wir müssen die Vergangenheit vergessen. Richtig. Es macht krank, in einer feindseligen und hasserfüllten Umgebung zu leben. Ich habe diesen ganzen Hass so satt. Warum zur Hölle können sich unsere Länder nicht einfach vertragen? Wie sinnlos. Tausende von Raketen sind in voller Alarmbereitschaft aufeinander gerichtet, abschussbereit. Das ist verrückt. Bei einem weltweiten Atomkrieg gibt es keine Gewinner. Niemand. Niemand. Richtig. Wir müssen lernen, wie Brüder miteinander umzugehen. Oder wir werden wie die Dinosaurier untergehen. Wir müssen lernen, miteinander zu leben als Brüder oder umkommen wie die Dinosaurier. Ja, ich verstehe. Es ist wie... Es sind Entscheidungen, die wir treffen, nicht wahr? Ja. Der beste Weg, einen Feind zu zerstören, ist es, ihn dir zum Freund zu machen. Stanislav Jevgrafitsch, was ist los? Ich habe nicht damit angefangen, über Frieden zu reden. Sie waren es. Fahr zur Hölle. Schreien Sie mich nicht an. Ich weigere mich, darüber zu reden. Das sind private Angelegenheiten. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich habe das Recht, Geheimnisse zu haben. Was ist falsch daran, wenn ich Sie etwas über Ihre Mutter frage? Das ist privat. Du hast kein Recht, dich in meine Privatangelegenheiten einzumischen. Reden Sie nicht so mit mir. Sie reden doch immer so ruhig über Krieg und Frieden. Wie lange haben Sie Ihre Mutter nicht mehr gesehen? Das ist meine persönliche Angelegenheit. Da erzählen Sie Kostner, dass unsere Länder sich gegenseitig verzeihen und vergessen müssen, und Sie können nicht einmal Ihrer eigenen Mutter verzeihen. Keine Diskussion mehr. Scher dich zum Teufel. Früher oder später wird sie sterben. Verdammt, kein Wort mehr. Ich weigere mich, noch ein einziges Wort über meine Familie zu sagen. Das ist meine persönliche Angelegenheit. Raus mit dir! Mich kotzt deine Kamera an! Scher dich zum Teufel! Du blöde Kuh! Raus jetzt!
Moskau, der Kreml. Hier ist der russische Rundfunk. Es ist 13 Uhr. Es folgen die Nachrichten. Zunächst ins... Die Vertreter des Parlaments und der Europäischen Union bei einer Pressekonferenz. Nach Ansicht von Experten zahlen wir Russen zu viel für russisches Öl, was wiederum zu einem Verfall des Marktes führt. Die Weltmarktpreise liegen über 40 Dollar pro Barrel. Die russische Ölindustrie ist darauf angewiesen, Öl für den Export zu produzieren. Mittlerweile Stanislavjev Graf, sagen Sie doch was. Hören Sie, ich bin sehr beschäftigt. Also sagen Sie mir, warum Sie anrufen. Ist was passiert? Ist alles in Ordnung? Es geht mir nicht gut. Es geht mir sogar ziemlich schlecht. Was ist passiert? Mein Bruder ist vor 2 Tagen gestorben. Wie schrecklich, Stanislavjev Graf. Wie halten Sie das aus? Nicht besonders gut. Wie geht es Ihrer Mutter? Das muss furchtbar für Sie sein, oder? Ich habe sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Haben Sie sie nicht angerufen? Bitte, Stanislavjev Graf. Ihr Bruder ist gerade gestorben. Sie müssen herausfinden, wie es Ihrer Mutter geht. Hören Sie, sie braucht ihren Sohn. Entschuldigung, was willst du von mir? Ich kann ihn nicht zurückholen. Unsinn, Sie müssen zu ihr gehen. Sie ist schon sehr alt. Bald wird es zu spät sein. Ja, vielleicht. Ich bin mir sicher, Sie lieben sie. Gehen Sie jetzt zu ihr. Es ist an der Zeit, Stanislavjev Graf. Das ist meine Sache. Gehen Sie zu ihr, jetzt ist es an der Zeit. Das ist meine Privatsache, lass mich damit in Ruhe. Gut, ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Ich muss auflegen, okay? Na gut. Bis bald. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen. Gott, was für ein stures Mädchen. Diese Frau ist mein Untergang. Möchten Sie etwas Tee? Tee? Ja, gerne. Ich bin
Meine Mutter und ich, wir haben uns sehr viele unfreundliche Dinge gesagt. Ja. Ich finde, man sollte die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Das Leben muss weitergehen. Bitte schließ die Tür. Hallo, Mutter. Bist du es wirklich? Mama. Du bist gekommen. Warum? Ich habe ein Telegramm geschickt, aber nichts von dir gehört. Sascha ist gestorben, Stasik, ich weine jeden Tag. Ich habe keine Telegramme erhalten. Wie hast du dann das Geld geschickt? Über eine öffentliche Stelle. Es ging das Gerücht um, dass mein Bruder gestorben ist. Das ist alles, was ich hörte. Du hast keine Telegramme oder Briefe erhalten? Hast du das Schreiben verlernt? Willst du nicht wissen, wie es deiner Mutter geht? Ich bin nicht mehr 20. Ich bin 90. Nimm mal die Blumen, bitte. Ich will keine Blumen. Ich möchte so nicht mehr leben. Schau dich um, wie ich lebe. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du hättest deine Mutter vergessen. Mama, sag sowas nicht. Ich liebe Blumen. Wie lange ist das her, dass ich welche bekommen habe? Liebe Sascha. Sascha. Mein geliebter Sohn. Oh, Sascha, Sascha, was hast du getan? Hilf mir hoch. Wir waren mal so stark. Aber die Zeiten ändern sich. Setz dich hin, oder? Ich kann dir nicht länger böse sein. Das Leben ist zu kurz für sowas. Deine Stirn ist genau wie die deines Vaters. Mama, schau dir diese Fotos an. Das hier, das ist Robert De Niro. Auch er ist ein großartiger amerikanischer Schauspieler. Ist das sein Sohn? Nein, es ist nicht sein Sohn. Es ist Damon. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Wie auch immer. Kevin Costner. Er ist ein großartiger Mann, wirklich großartig.
Die Rede, die er gehalten hat, hat mich sehr berührt. Das hatte ich nicht erwartet. Er ist mein Lieblingsschauspieler und er hat mich einen Helden genannt. Ich bin stolz auf dich. Wenigstens habe ich einen guten Sohn. Ich dachte, ich würde dich nie mehr im Leben wiedersehen. Mama, alles ist gut. Ich bin ganz nah bei dir. Alles ist gut. Ich bin jetzt bei dir. Mein lieber Sohn. Ich habe keinen bevorzugt. Lass uns die Vergangenheit vergessen. Es ist schon so lange her. I hear you're a big, big hero all over the world, Stanislav. That's very good because men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end. But no matter what you save me from, Stanislav, you're my favorite one. Heroes are a girl's best friend. Mwah. 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 Wie ist es, durch die Welt zu laufen und zu wissen, dass es sie beinahe nicht mehr gegeben hätte, wenn sie nicht so entschieden hätten? Eines Tages gibt es keine Kriege mehr. Richtig? Ja. Eines Tages wird es keine Kriege mehr geben. Und du kommst her und wir schießen den ganzen Tag mit Pistolen. Ja. Gut gemacht, Mann. Schön, dich kennenzulernen. Ich wollte Ihnen Danke sagen. Danke. Danke, dass Sie mit dem Herzen gedacht haben. Kostner hat ihm einen Brief geschickt? Oh ja. Und weshalb hat er ihm einen Brief geschickt? Gut, er ist wohl der Mann, der die Welt gerettet hat, indem er klug gehandelt hat. Das ist cool. Zum Teufel, was ist das denn? Stanislav kam in dieses Land mit drei Wünschen. Er wollte die UN sehen, er wollte Robert De Niro treffen und er wollte mich kennenlernen. Der beste Weg, um ein Tier zu zerstören, ist Feind. Oh, toll. Jeder Mensch auf diesem Planeten sollte darüber Bescheid wissen, was damals passiert ist, weil jeder Einzelne betroffen war, dank ihrer Entscheidung.